Es gibt kapitalistische Diktaturen, es gibt kapitalistische Demokratien. Wenn Sie jetzt ungefähr das gleiche Geld, was Sie als Busfahrer kriegen, auch so kriegen würden, ohne dass Sie Bus fahren müssen? Jeder Wert kann ja nach seinem Geldwert bemessen werden. Die erste Folge der Geldwirtschaft war, alles wurde mit allem vergleichbar. Und die schöne Idee war, je mehr Freiheit der Mensch hat, umso glücklicher sollte er werden. Die allmähliche Umwandlung der Tauschwirtschaft in Geldwirtschaft, die fand in Europa eigentlich erst im 19. Jahrhundert statt. Zum Beispiel damit, dass ganz normale Bürger in die Schulen gehen und Migrantenkindern Schulunterricht, also Nachhilfeunterricht geben und ihnen dabei auch Wertetraining vermitteln. Ein unaufhaltsamer Aufstieg zum Glück. Deswegen gehören Freiheit und Unfreiheit immer zusammen. Do something about this immediately! Harumph, 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 harumph! I didn't get a harumph out of that guy. Get the governor, harumph. Harumph!